Okay, ungefährdeter Sieg. Das müssen wir noch aufarbeiten. Zweite Runde habe ich das Ziel erreicht. 175.000 bekommen. Böses Tackling. Ich guck mir den. Auf welches los als nächstes? Ich schätze mal, wir haben wieder einen Erstligisten. Ich habe das nicht wahrgenommen, diesen Vorfall. Weil er nachgetreten hat. Was sagst denn du, Rufus? Tony. Tony, sorry. Einspruch gegen Sperre. Kein Einspruch oder bestätigen. Ja. Bestätigen. Ich bin der Boss. Ja. Jawohl, Kreuzer mit 2 Toren, 7 Dribblings. Läuft bei ihm. Wieso seid denn ihr unzufrieden? Seid ihr doof oder was? Du hast doch gespielt 2-mal. Blöder Sack. Rasenballsport ist auch weiter. Ergibt doch jetzt Sinn. So. Aha, gut. Gut, hat sie akzeptiert. Gehen wir mal in den Wettbewerb rein. Wir essen Würzburger Kickers, wäre ein geiles Los, aber wir gucken dann nach Montag, wem wir so ziehen können. Hannover nur im Elfmeterschießen weiter. Okay, krass. Kiel nur im Elfmeterschießen weiter. Oh, Schalke, 9-1, okay. Das war klares Abseits. Okay. Ist das. Jetzt gucken wir mal, bei welchem Verein er vorher mal gespielt hat. Da war auch scheiße. Finde ich. Was besorgt über die. Alter, ihr seid da echt hier Korinthenkacker. Uns geht's finanziell geil. Ich habe sogar noch was zusammengespart. So, Nachanalyse. Okay. Ist doch egal, wie der gespielt hat. Der musste sich kümmern, weil ja vorne nicht mehr los war. 5 Fehler und 2 Tore, ne?
Perfekt. Ja. Sind bei dir keine Zuschauer mehr gekommen oder was? Warum ging es bergab? Oh ja. Das gucke ich. Warum ich das gucke? Aue, würde ich wissen. Aue ist ganz wichtig. Na gut, das ist nicht so wichtig. Gucken, was hier so passiert. Ja, bald geht's bergab beim Geld. Alter, wieso verkauft der? Wieso verdient der so viel? Oh, nächste E-Mail. Zirk C. Sehr zweifelhaft, also wird er nie wechseln. Salanovic. Okay. Vikri. Aha. Schaut fortsetzen. Arminia Bielefeld. Okay. Seifert. Oh, Dortmund nur mit einem 2-1 weiter. Wieso passieren hier keine Wunder? Saarbrücken, die fliegen hier raus. Meine Fresse. Chor, Kostic, Silva, echt schnell rausgehauen. Und jetzt geht's. Die Simulation vom Spiel. Erzgebirge Aue. Gegen den ersten FC Magdeburg. Oder halt andersrum. Trommelwirbel. Sogar Hamburg ist weitergekommen. Rufus, was sagst denn du? Was wirst du sagen zu dem Auer? Was denkst du? Auern. So rum. Goldenack. Ja? Was ist denn das? What the fuck? 4-1. Patrick Michel. Okay. Der hat wohl was gegen euch. Perisic Alaba, 17, Davies Kimmich. Petrov sieht rot. Ja, da kommt weiter mit Meterschießen. Also ich nehme die dort als Gegner. Ich weiß nicht, was da bei euch los war. 4-1 ist ganz schön. Ganz schön herbe Klatsche. Vor allem, das sind ja. Das ist aber halt alles realistisch simuliert hier. Auswärts Aue, auswärts Aue, hey, hey. Und wir werden wohl zur Auswärtsstärke finden. Nee. Bielefeld wird jetzt schwer gegen unseren Ex-Trainer. Oh, Barcelona gewinnt gegen Athletic Bilbao. Habe ich das gerade gesehen, Social Feed? Spielanalyse. Drei. Hier. Aha, für Nikolaus. Ich dachte Attik. Ich hatte nur Attik gelesen. Ich würde auch gerne mal ein bisschen mehr Geld investieren wollen. Manchester. Wieso hat es bei Manchester United nicht das Logo übernommen? Egal. Egal.
hattest mich nach dem Hallo. Was hat denn der? Boah, schicke Brille. Ey, was habt denn ihr? 2, 4, 6. Der Typ war so doof, hat sich bei einem 14-0 verletzt und. Alter. Ui. Ei, 50 Mille. Lalalalalala. Oh. Ja. Das können wir auch noch mit angucken. Und Sandhaufen. Rüdinghausen kommt weiter, der Pokalschreck für den Osten. Eieiei, nach Dynamo ist jetzt. Nach Dynamo, also im letzten Jahr, ist jetzt Union Berlin dran gewesen. Und Osnabrück haut Darmstadt raus. Hätte ich auch nie gedacht. Ach, bin ich doch nicht die schlimmste Mannschaft mit einer roten Karte. Ey, was ist denn das für ein Scheiß? Gut, 2 Tage. Die Brille. Muss Fußball dann irgendwie verpflichten. Irgendwie haben sie gesagt, dass der kostet dann 12 Millionen Kronen. Nee. Warte mal. Was sind 500.000 mal 25? Ja, 12,5 Millionen würde Huschbau kosten, wenn Dynamo den fest verpflichtet. So. Also das Spiel ist nicht mehr so aufwendig wie FM19, muss ich sagen. Man muss nicht mehr so extrem viel Zeit reinsetzen. Finde ich ganz gut. Mhm. Aha. Mm.
choosing my own fate. And even if I was burned at the stake, I would reincarnate like a yogi in a lotus. From the moment we are exploded, I didn't walk to you, I floated. When empty, you helped me get reloaded. For your Mars, I'm the healing for your scars. I'm the nighttime for your stars. You don't have to look so far. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. We already are, you and me, psychically in tune to the stars. We already are, you and me, psychically. Was? Wie sehr? Meine Aufgabe ist Trainer. Du verletzt? Mehr. Nach Vigas fällt auch Breu verletzt aus. Oh Gott. Irgendwie, das Spiel müsste gerade geleckt haben. Geleckt. Oh, Florian Krüger von Aue her. Ah, Mann.
Jodi, Jodi, Jo, Hilfe. Hier noch einen Spieler frei. Xaver Schlager. Der ausgeliehen. Fenlo und so. Sind alle ausgeliehen. Das wird ja noch lustig hier, wenn die Spieler fehlen. Eieiei. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Fitness-Test, wieder gesund. Wieder gesund, wieder gesund, wieder gesund. Nicht gesund. Ja. Oh, Spieltag steht schon an. Ja, inkonstant. Das war uns auch eher so.
Freitag spielen. Ja. Und los geht's. Auf geht's, ab geht's, 3 Tage wach. Oh. So. Anstoß. Los, Mann. Geht noch einer drauf? Oh, Kreuzer. Ein Glück ist der so blind vorm Tor. Meine Fresse. Ich führe mit Abseits. Erstens kommt es anders und zweitens, wie man denkt, verletzt. Spiel ab. Oh, breit machen. Und Donjo! Oh. Ich dachte, der sei jetzt wieder am Abseits. Ah. Ein Wurf für Bielefeld. Kann es ein Highlight für Dynamo werden? Man weiß es nicht. Es geht nämlich auswärts zur Sache. Oh, ne, super. Roll, gut. Jetzt pfeifen die hier denn alle aus. Oh, Donjo springt unterm Ball. Ja, gibt einfach für Dynamo. Das ist ein Highlight wert. Ich wollte, dass es ein Highlight wert ist. Gut, Halbzeit. Okay, wir verlieren sehr oft den Ball. So, gucken, was das bringt hier. Das Highlight wird ja bestimmt ewig laufen gelassen. Oh, leider. Kann jetzt bitte einer mal dazwischen gehen? Oh. Gut. Gut geblockt. Was pfeifen die denn alles hier aus? Auch ein Highlight, scheiße. Oh, Brollo, gut, okay. Oh, unter Druck gesetzt. Mensch, Huschbauer. Du bist alt und erfahren.
Komm, wenigstens ein Punkt auswählen. Jawohl, Dominik Fetz, so kann man sich ein. Naja, oh nein. Taktik ändern. Oh. Ich kann ja noch drei Wechsel machen. Ich musste ja schon mal wechseln. Vogelsammer kommt. Muss ich eine Fresse ziehen. Hartherz. Alter, was für ein Ball. Abseits. Bitte. Was denn, soll ich mehr fordern oder was von euch? Ja, schöner Ball. Jetzt drücken wir wieder zu wenig. Ah, schön geklärt. Einwurf für mal wieder. Oh, das waren gerade viele verlorene. Oh. Gut. Okay, kann ich mal machen. Zu Ende. Punkt geholt. Ecke? Das war da niemand mehr dran? Also nie, dass ich gesehen habe. Pfeif ab. Pfeif ab. Pfeif ab. Gut. Ein Glück. Gleich viel Ballbesitz. Hab mehr Fouls. Hab weniger Schüsse. Weniger Schüsse aufs Tor. Spieler des Spiels ist Hartl. Ja. Vier Fehler. Oh, na gut, fürs erste Spiel ist in Ordnung. Ruhig. Okay. Ja, Glück gehabt, kann man ja so sagen. Ich bin noch vor Aue. Aue spielt nach meinem Motto bisher noch. Sieg oder Sibirien. Ja, Forward verletzt und Muskelfaserriss. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Leihgebühr ganz schön teuer mit Fitz. Janice können wir mal hier oben. Adnan dürfen wir auch noch mal loben. Komisch. Oh, Derby Time. Oh, no, Derby Time. Scheiße. A-Jugend, heute in der Bundesliga tätig. Alter, was wollt ihr denn? Ihr habt ihn auf die Transferliste gesetzt, ihr Trottel. Alter, Gemache. Ja, Aue gegen Stuttgart, das ist das Topspiel. Das zweite Topspiel von Aue. Raschel abgelehnt.
Derby-Time. Doncaster United. Ach ja. Dynamo mit dem Unentschieden. Genau, also 1-1 oder was? So wie es aussieht. Das ist das Unentschieden, ja, aber es wird schön. Wäre schön, wenn man die Ergebnisse sehen würde. Also ich würde sagen, man könnte fast noch einfach eine halbe Stunde, Stunde machen. Also Derby würde ich schon noch spielen. Was tippst denn du auf deine Auer? Toni. Gegen den VfB. Oh, gut. Wiesbaden spielt doch gut mit. Ihr habt leider verloren. Sieg oder Sibirien, ne? Das haben genau. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Andere Teams ist so irgendwie das gleiche Motto. Ganz wichtig. Ich mache das HSV-Spiel danach bestimmt auch noch nach dem Derby und danach müsste Schluss sein. Schade.
Ich fordere nicht zu viel. Ich rede jetzt nur sehr gern mit meinem Vorstand. Soll ja wissen, was ich mache. Ui. Keine so gute Saison. Sandhausen. St. Pauli, okay. Fürth. Naja, erste Niederlage. Sieg oder Sibirien. Nur Stuttgart steht oben von dannen. Der hat nichts mit seinem Abgang gemacht. Jeder Spieler, der irgendwo eng sitzt. So, nochmal Einnahmen generieren. Gut, 400.000. Ibrisimovic. Mm-hmm.
Auslosung! DFB-Pokal! Puh. Geht los! Toni, bist du noch vorhanden? Danke für deine aufopferungsvolle Hilfe. Das ist der Partnerverein wird. Oder Köln? Okay. Ich schätze aber trotzdem, dass wir ein Auswärtsspiel haben. Leipzig? Oh, schade! Kickers gegen Dynamo. Ach, gegen Dortmund, okay. Oh, Dynamo. Dynamo. Es wird bestimmt die Hertha wieder. Oh Gott, die machen das aber schwierig hier. Oh, na gut, wird die Hertha auch nicht. Magdeburg. Schalke! Oh no! Oh fuck off! interessantes, interessantes, interessantes los. Oh, wird ausverkauft sein. Ja, die zwei Spiele machen wir noch und dann. Ja, hat sich um ein paar Kilometer vertan. Super. Scheiße, wenn es Dortmund nicht wird, ist es Schalke. Alter Verwalter, ey. Ich denke mal nicht, dass sie eine Kacksaison haben werden. Aue hat auch keine schlechten Quoten hier für das Spiel. Transferfrist endet in einer Woche, ja, super. Ich hab mehr Spieler verkauft als gekauft. Das Gefühl ist so. Ich hab aber drei Spiele ausgeliehen. Ja, siehst du? Perfekter. Ja, komm her, da wir können Spiel arrangieren. Ja. Muss ich dann halt aber halt im Ligaspiel schon, das ist es rum. Und der nächste. Ey, was ist denn hier los? Ich habe die Hälfte der Mannschaft ist hier ausgeliehen. So ein Scheiß.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Leihspieler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Sind in Wirklichkeit da. Ladislav, du bekommst die 20. Zwei, vier, sechs, acht Verletzte. Ach, du Scheiße. Aber hättest du sowieso nie gespielt. Das mit Horvath ärgert mich mehr. Oh, Darmstadt gegen Karlsruhe ist immer noch dran. Darmstadt knallt den KSC mit 4-0 weg. Auslösung, erste DFB-Pokalrunde im Juniorenpokal. Da spielt ja die Dynamo B-Jugend aktuell. Im Halbfinale ist er aber abgesagt worden. Raschel. Abgelehnt. Ups. Die müssen doch wissen, so ein Spiel gegen Dynamo zieht. Lass mich verletzen. Alter. Es will keiner beim Derby spielen. 10 verletzt. Liga Höchstwert, ja, schön. Intensität hier runter. Ich muss die Taktik ändern. Rufus, ey. Läuft hier nicht ganz gut mit 9 Verletzten. Vorm Sachsen-Derby. Müssen wir was mit unserer Pressinglinie tun?
Ja, läuft super, echt. Also 100% läuft das bei mir. Rollo und Burchard. Nee. Okay. Die tauschende Position. Horvath kommt. Fitzgerald rein. Mackinac. Ja, ich weiß, dass der gefährlich ist. Meine Fresse. Wow. Muss ne. Muss zwei Verletzte mit drin haben. Ah, Aue hat bestimmt nicht solche großen Sorgen. Ah, hoffe, die es kriegt. Also Hertha, die wollen wohl direkt loswerden. Ja, die Defensive muss hellwach sein. Was? Buschbauer. Ha, ich habe hier halb Tschechien im Kader. Na, wie wird Aue spielen gegen Dynamo? Herzog. Macht wieder was. Du bist, ich spiel zu Hause, ne? Aber ihr seid auch gut in Form. Janik Haberer geht zu Wolfsburg. Boah. Leverkusen hat 63 Mille ausgegeben. Bayern hat Bayern gekauft. Cousins? Aha. Okay, ja, okay, die Transfers. Und Lukas mache ich zu mir. Wen hat Leverkusen alles geholt, dass sie so ein Minus haben? Top Soba. Ja, die Wintertransfers ist bei mir noch in dem Kopf.
Ja, natürlich von Hoffenheims zweiter Mannschaft. Ich hoffe auf den Sieg natürlich. Von mir. So. Alle fit. Zumindest drei wieder. Inkonstant. Das ist super. Ihr habt ordentlich und ich hab inkonstant. Bereit zum Spiel. Los geht's auf ein faires Derby. Der hat einen Stern. So, auf geht's, ab geht's. Alles, was noch laufen kann, steht bei Dynamo im Kader. Wow, hab schon den Schuss gehabt. Bonic. Auf Fußbauer. Bonic. Buschbauer, Bonic, Petrak, Bonic, Petrak, Bonic, ach ne, Buschbauer, uiuiui. Löwe! Aue igelt sich mit Mann und Maus hinten schon ein. Und das 1:0 durch Alexander Jeremejew! Fantastisches Tor! Gut rausgespielt. Und somit ist Rufus mit seinem Tipp schon halb richtig. Ne, Toni? Das Derby. Freistoß Kreuz. Bonic. Buschbauer. Bonic. Petrak. Bonic. Mai. Kreuzer. Buschbauer. Eieiei. Löwe. Löwe. Buschbauer. Bonic. Buschbauer. Ja, ich könnte, ich lasse das jetzt sein. Löwe! Fritz! Wahnsinnsspielzug von. Jawohl, Hochscheid mit der vierten gelben Karte der Saison! Am fünften Spieltag der Saison. Nazarov geht alleine durch. Was macht Bonic? Oh, Bonic lässt ihn ins Sträuchern kommen. Flanke und Hochscheid mit dem Kopf. Guter Alleingang vom Buschbauer, nicht so selbstgefällig. Doch ist es okay. Mel. Guter Abschlag auf Fitz. Fitz. Ha, das muss er besser machen. Und Kreuzer wieder am Ball. Spielt eigentlich Gonder? Muss man gleich mal schauen. Wieder Ball auf Löwe nach außen. Klasse Parade vom. Ja, Sören Gonder spielt. Da ist er. Geiler Pass auf Kreuzer. Als ob sie noch zusammenspielen würden. Wow. Das Umschaltspiel ist genauso schnell wie die Kassierer jetzt aktuell in der Corona-Krise beim Abkassieren der Sachen von den Hamsterkäufen. Oh, okay.
War ein Versuch wert. Oh, uiuiui, Aue war in der Offensive. Relativ weit, sogar in meiner Hälfte. Ja, schöner Pass auf Kreuzer. Ja, so kann man das machen. Ja, schön umlaufen. Und nochmal das gleiche machen. Fuck. Nicht stolpern über die eigenen Schnürsenkel. Schön das Pressing aufrecht erhalten und schon haben wir den Ball wieder. Jawohl. Mai. Huschbauer. Löwe, ah, was für ein Fehlpass. Baumgartner hat gut aufgepasst. Nee, Baumgart hat gut aufgepasst. Bornic. Ah, geblockt. Nazarov geblockt. Eieieiei. Huschbauer jetzt mit dem Freistoß. Lang getreten. Geht an Freund und Feind vorbei. Wann verschwinden diese wunderschönen Linien wieder? Eieiei. Oh, und der öffnende Ball auf außen. Oh Gott. Oh, Huschbauer steht da wie ein Statist. Wieder öffnender Ball auf Handrich. Nazarov. Baumgart. Gegen Löwe. Und Hochscheid ins lange Eck. Das habe ich mir gedacht. Das ging zu einfach. Schöner Ball von Baumgart. Da geht der Chris Löwe viel zu. Warum kann er so frei köpfen? Kreuzer. So, Jeremiev. Gucken, ob jetzt wieder konzentrierter gespielt wird. Antonio! Dynamo wieder im Angriff. Fußball, dreh dich doch einfach schneller. Also Pässe werden wir bestimmt viele haben. Weil wir alles dreifach, vierfach aufbauen. Jetzt macht er mal einen öffnenden Ball nach rechts außen. Ja. Zu spät. Oh, oh, Mann. Gut geklärt, der Auer. Ah, jetzt. Ja, abseits würde ich denken. Donjo, schieß doch. Oh, Rückpass. Wie ein Rückpass. So, wir nehmen Nachspielzeit und. Anschluss auf zur zweiten Zeit. Oh ja, Hochscheid pfeifen sie wieder aus. Also wie immer. Hochscheid und Männer sind so zwei Hassfiguren. Ja, kann man so sagen. Aber jetzt mit dem Dynamo-Spiel im Mittelfeld. Den Ball unter Kontrolle. Ewig lang. Die können wohl genauso viel anfangen wie wir mit dem Ball. Nämlich nichts. Ist das für gelb? Was? Ist das so fair?
Ja. Oh! Nein. So. Muss eh noch drauf gehen, ne? Wird auch. Die ganze rechte Seite frei. Ah, viel zu viel frei. Raum hat er da. Oh, jetzt kommt Paco. Das ging jetzt schnell von der 50. von 60. Habe ich gar nicht bemerkt. Oh, gut. Spiel doch, der ist doch so alleine. Scheiße! Hau das Ding da einfach rein! Scheiß drauf. Das ist Abpfiff. Oh Gott. Jetzt geh, komm! Lucky Punch! Oh Gott! Jetzt pfeif ab! Was? Doch nicht. Ne, doch nicht ne abpfeifen. Alles in Ordnung. Oh Gott. Jetzt kannst du. Okay. Ah. Meine Fresse, die überlegenere Mannschaft. 18 zu 4 Torschüsse. Guter Tipp, Rufus. Naja. Aber das erste Unentschieden und ein Punkt für uns, das ist ganz wichtig. Alles gegen den Abstieg. Ah. 171 erfolgreiche Pässe. 5 Punkte für die Titel. Also 171 Pässe bei Bonic, okay. Bei einem Simulationsspiel. Alter, das ist extrem viel. 171 Pässe, Alter, da muss er jede Minute 2 Pässe gemacht haben. Toreschnitt pro Spiel. Spieler des Spieltags, Janis Bornisch, naja, wer auch sonst. Mehr Ballkontakte wird niemand gehabt haben. So, Tabelle. Was sieht in Ordnung noch aus? Änderung, Trainingsplan. So. Ingolstadt, erste Runde im DFB-Pokal. Ah, schau nur an der Tabelle, krass. Ne 2 minus.
Drei Fans sind mit ihren bisherigen Transfers zufrieden, okay. Danke, Fans. Oh! Ja, aber ich weiß, man muss gegen Aul gewinnen. Kann ich ja nicht dafür. Mit 3 plus. Danke. Ja. 171 erfolgreiche Pässe. Gucken, wie viel jetzt aus dem Lazarett kommen. So, ja, da ich ohne Tonio, okay, jawohl, Königsdorfer, und wir haben gewonnen mit 2 Toren Unterschied. Ich schätze mal 2-0. Es wäre schön, wenn die Spieltage, ja. 4-2, okay. Golnack und Königsdorfer, perfekt. Bias. Nachi Univer, den haben die verpflichtet. Haben sie für viel Geld geholt. Über was steht das Ergebnis? Ah, hier immer. Ah, ich meine, die anderen Ergebnisse hast du vorher auch gesehen. Beim letzten. So. Spitzenspiel. Stuttgart gegen Hamburg. Also, eigentlich. Absteiger gegen. Okay. Ist Hamburg so schlecht? Aber Aul ist noch gut, passabel, würde ich sagen. Bambangutika. Aha, jetzt haben wir schon einen anderen Spieler des Spieltags. Das ging aber relativ schnell. Reichen wohl 171 angekommene Pässe nicht mehr aus. Dessau verliert gegen Oranienburg. Dortmund verliert Köln. Hartmann steigt wieder voll ins beendet. Aha. Fuso Aye. Aha, okay. Dale. Und noch 10 weitere Vorschläge hier. Aha, haben wir. Gut. Hm.
Gut. Ich brauche den FA Cup nicht scouten. Lohnt sich nicht. Okay. Nürnberg. Holen sie den ersten Punkt gegen den Aufsteiger? Ui. Wieso habe ich so viel vom Lust gemacht? Wieso habe ich so viele Ausgaben gehabt? Oh, monatlicher Trikotverkauf. Gesamte Einnahmen. Finanzstatus ist okay. Yay, im Ausland. Fanartikel. Geht aber nach unten, oder? Hä? Bitte ändert. Oh, erster Punkt für Nürnberg. Zweiter Punkt für Osnabrück. Marcos Alvarez trifft und Yannis Nicolaou trifft in der 90. plus 4. Ich glaube, mit der Mille haben sie gut investiert. Testspiel. Ja, das Testspiel werden sie live sehen. 26.000 Euro. 400.000 Euro generiert durch dieses Spiel. Perfekt. Läuft. Kopenhagen. Lars Lukas May hat 26 abgefangene Bälle. Wow. Das ist gut. Erfreut 4-0-Sieg, 3-0-Sieg. Ja. Hartmann und Kreuzer. Spieler des Spiels, Dominik Kaiser. Okay. Dominik Kaiser, ist das der Dominik Kaiser? Ja, ist schon wieder gewechselt. Ja, Tabaré. Yep. Wittek. 42k Monaten jetzt. Kovarik. Meister Rudi Garten. Alexander Jeremiev. Beste Passquote. Andrei Petrak. Was sagst du zu meinen Leistungen, Toni? Ist jedenfalls besser gestartet als Dynamo in Wirklichkeit. Habe ich schon auch schon fast mehr Punkte als da als in der Hinrunde. Muss dann nur 12 erreichen, dann habe ich das Ziel erreicht. Oder nee, ich muss nur 13 erreichen, so. Kicken jetzt bei Minus, das ist scheiße. Und mein Kontostand ist schon wieder gestiegen. Ja, jetzt kommen die schweren Gegner. Dortmund zum Beispiel. Aber es ist ein Freundschaftsspiel. Weil alle auf Länderspielreise sind. Ich mache trotzdem noch 400.000 Euro. Eieieiei. Das letzte Spiel ist Dortmund. Danach ist zick für heute. Ja, schön. Die kann. Ach, ich nehme einfach mal teil. Sie haben Einladung angenommen. Borscht-Eingang. Frage von Wochenkurier. Okay. Deadline Day. Der macht Spaß. Rasenballsport. Ich lasse euch bluten.
mich verarschen? Zurückgezogen. Gut. Was hier am Osten kaputt kaufen. Heute ist viel los. Ja, die Fähigkeiten des Spielers von der Felderpunkt zu schießen, der Spieler mit gucken, wie viele Stunden wir jetzt simuliert haben. Nicht viel, denke ich mal. Wow. 9. 3 haben wir simuliert gehabt. Columbus Crew gewinnt gegen Toronto. DC United verliert gegen Chicago Fire. So, was haben wir hier noch Neues? Scouting, okay, Reed. Aha, der wechselt zu Tilburg. Um den okay, Reed ist ganz schön also ruhig geworden, obwohl der mehr gehypt war als Zirksee, so ein bisschen vor dem. Okay, wieder genug Schuss gemacht. So. ...4-1 Bochum, Alter. In Darmstadt. So, immer schön mit der Presse reden. Positive Presse ist gute Presse. Negative Presse ist keine Presse. Toni, ich habe noch eine Frage. Flui hat mich gefollowt. Warum steht das letzte Follow nicht Flui, sondern irgendjemand anders? Das sehe ich nämlich jetzt erst. Am aktivsten Dynamo mit 4 Spielern. Okay. Ja, ich habe auch schon den Alert wiederholt. Mehrfach. Und da kommt dort nie reingeschrieben.
Gut. Ich dich habe ich da. Ja. Warte mal, das gefällt dir das so. Herrlich, herrlich, herrlich. Läuft Transferaktivitäten. Also irgendwie wollen hier bei mir meine ganzen Mitarbeiter weg. Also vor allem die Physiotherapeuten. Dachte immer, die Spieler wollen weg. Aber dass die. Dass meine Mitarbeiter gefragt sind, dass meine Spieler. Krass. Naja, kann man mal machen. Ja, merke ich auch. Oh, fünf Nachrichten. Länderspielpause. Angebot für Feldmann. Gut. Jawohl. Fortfahren. Oh. So, gleich ist das Testspiel gegen Dortmund und danach ist quasi Pause. Oh ja, European Qualifiers. Yeah. 31.000 verkauft, ungefähr. Krass. Barış Atik verlässt. Okay, 1 bis 2 Tage. Wird er langsam weniger im Lazarett? Meine Fresse. Und habe ich jetzt extra schon die Intensität runtergenommen. Die machen das alles gut, die Jungen. Königsdorfer. Ich glaube, jetzt ist mal der Zeitpunkt zu fragen, ob man eine zweite Mannschaft aufmachen kann. Die zweite Mannschaft haben.
Also ich habe 5 Partnervereine und 1 Mutterverein, gegen den ich jetzt spiele. Wo ich schön die Kohle einsacke. Oh. Brauch schon wieder 9 Physiotherapeuten. Aber so kann man auch Geld machen. Nur U19 Mannschaften und wie wird das Spiel ausgegangen sein? Ich schätze mal, wir haben 1-2 verloren. 0-0 ist doch ganz gut. Ach, Elfmeter schießen ja. Fuck, Hartmann verschießt. Scheiße, sogar verloren. Herrlich! Ah, das Spiel entpuppte sich letztlich als Reinfall. Ja, der ist jetzt wieder fit. Ein Glück. Aber gut, dass das Spiel ein Reinfall war. Da kommen sie. Aber war fast ausverkauft, das ist das Gute daran. ...3212 Auswärtsfans. Also haben die, glaube ich, 11 Tickets nicht genutzt. Der braucht doch Spielpraxis, das ist das Problem. So, jetzt stelle ich die Musik aus. Jo. Deutschland gewinnt gegen Holland. Ja, Heidi. So, wir gucken nochmal ins. Okay. Ist jetzt schon vor Fitz. Wie lange läuft der Vertrag? Okay, läuft noch lang genug. Okay. 0,3% vom Gehaltsbudget vom Verein. So, das soll es erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen bei dir, Toni. Du warst über die ganze Zeit der hier zugeschaut hat. Zwischendurch hat noch mal 3, glaube ich, Zuschauer. Öfter mal 2. Aber du bist geblieben. Danke dir. Dann speichern wir noch.